gerade so laut? Keine Ahnung, vielleicht. Ach, und wenn schon. Julia versteht das bestimmt. Wann soll die Vierte denn steigen? Am besten gar nicht. Hast du doch gar nicht nötig. Das lenkt doch nur ab. Tanja und das Kind werden immer wichtiger für dich werden. Ich bin auch irgendwann abgeschrieben. Das ist doch Unsinn. Wir beide gehören doch zusammen. Scheiße. Jan. Was denn? Ich glaube, du lügst. Ich glaube, du bist ein Lügner. Und wenn du noch weiterhin so lügst, weiß ich dir eines Tages noch. Ja. Dein Ohr. Wunder, dass deine Pferde den anderen auf der Rennbahn immer davonrennen. Du dobst sie mit Beethoven. Nein, wir stimmen uns auf das Konzert heute Abend in der Philharmonie ein. Was, ihr wollt vor Publikum auftreten? Ja, mit einer Pferdedressur. Ich pfeife die Neunte und die Pferde steppen dazu. Gute Idee. Aber wollt ihr das nicht lieber auf Friedenau führen? Das passt irgendwie besser. Friedenau ist reserviert heute Abend für Katis Party. Wollt ihr Kathi auf Friedenau wirklich allein lassen? Sie ist doch nicht allein. Cecilia ist bei ihr und passt auf. Diesmal hoffentlich erfolgreicher. Na, wenn das mal reicht. So wie Kathi zurzeit drauf ist. Vielleicht sollten wir den Konzertabend lieber verschieben. Nein, 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 nein. Du hast dich so gefreut. Aber ich kann es doch gar nicht genießen, wenn ich mir dauernd Sorgen machen muss. Ich verspreche dir, beim ersten Takt der Neunten wirst du alle Sorgen vergessen. Ja. Ja. Na gut. Henning, warte mal. Ich habe keine Zeit. Sophie wartet auf mich. Komm, Sophie kann ruhig mal eine Minute länger warten. Hey, 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 ich habe wirklich keine Zeit. Ich muss noch ins Büro. Ich wollte dich auch nur fragen, ob du heute Abend in Friedenau bist. Wieso sollte ich heute Abend hier sein? Barbara und Christoph gehen ins Konzert. Ah, und jetzt brauchen sie für dich einen Babysitter. Quatsch, ich mache eine Riesenfete, meine ganze Clique kommt. Und was soll ich auf dem Kinderfest? Kakao kochen? Luftballons aufblasen? Von wegen Kinderfest. Ich bin schon erwachsen. Hm. Wenn du nur halb so groß wirst wie deine Klappe bestimmt. Alter ist eine Frage der Erfahrung. Ah ja. Ich habe jedenfalls schon mehr erlebt, als du denkst. Stimmt. Die Hölle des Kindergartens, das Abenteuer der Vorschule. Henning. Also was ist? Kommst du jetzt oder nicht? Also, eigentlich hatte ich den Abend für Sophie verplant. Ja, ich überleg's mir, okay? Super, du bist ein Schatz. Ja, langsam. Ich habe nicht zugesagt. Vielleicht bleibe ich bei Sophie, hm? Ach komm, Sophie siehst du doch jeden Tag. Und es ist immer noch zu wenig. Ich muss wirklich los, ja? Ciao. Die Party fängt um 8 an. Komm, los, nicht zu spät. Was machst du denn für ein Gesicht? Ich mach kein Gesicht. Mir geht nur die blöde Party nicht mehr aus dem Kopf. Ich dachte, du freust dich auf die Party heute Abend. Nicht wirklich.
Eigentlich hasse ich Partys. Meistens stehe ich nur dumm rum und langweile mich. Ach, jetzt stell dich nicht so dumm an. Such dir jemanden aus, der dir gefällt, und mit dem redest du ein bisschen. Ich kann das nicht. Einfach auf einen Wildfremden zugehen. Ich habe da zu viel Angst. Na, das sind ja ganz neue Töne von unserer kleinen Plaudertasche, hm? Ich denke immer, ich sag genau das Falsche. Was denn das? Am besten gehe ich gar nicht hin. Das wirst du nicht tun. Du gehst gefälligst auf die Party und machst dir einen schönen Abend. Fiona, so kenne ich dich ja gar nicht. Und wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann lernst du mich noch ganz anders kennen. Also, wenn wir so weitermachen, kommen wir ja nie aus dem Bett. Na und? Na. Also, für Julas ist es bestimmt kein schöner Anblick, wenn sie hereinkommt und zwei Leichen vorfindet. Immerhin stehen wir dann mal in der Zeitung. Tragisch. Sie liebten sich zu Tode. Vielleicht macht Julia sogar die Fotos. Du hast ja schon wieder einen Mordanschlag gefahren. Wäre doch ein schöner Tod, oder? Mhm. Es gibt schlimmere. Also, ich finde, wir sollten die Gelegenheit nutzen. Wer weiß, wann wir wieder mal alleine sind. Vielleicht sollten wir dem Ministerpräsidenten hier einen Dankbrief schreiben. Der sitzt jetzt bestimmt fett und dick in seinem Sessel und grinst für Julia in die Kamera. Ach, der kann sich jetzt bestimmt auch was Besseres vorstellen, als in die Kamera zu grinsen. Also du denkst ja wirklich nur an das eine. Woran soll ich im Moment denn sonst denken? Komm, wir gehen unter die Dusche. Gute Idee. So kommen wir doch noch aus dem Bett und haben trotzdem unseren Spaß. Jan, die Tür steht auf. Sicher hat Julia das vergessen. Ja, aber da hätte doch jeder reinkommen können. Na, sowas. Meine ich auch. Zu werden. Oder lauert deine Mutter hier irgendwo? Die zieht sich mit Christoph noch in Beethoven rein. Beethoven? Cool. Dann haben wir sozusagen sturmfreies Schloss, oder wie sehe ich das? Hm, fast. Ah, Christophs Domina. Wenn du nicht spurst, legt sie dich an die Leine und du musst ihr die Schuhe putzen. Wenn ihr euch beruhigt habt, könnt ihr vielleicht mal ablegen. Mit dir lege ich mich überall ab. Sie meint unsere Jacken, du Prolet. Keine Ahnung, wie es zum Schloss zugeht, was? Julia, kümmern Sie sich bitte um die Garderobe der beiden Herren. Aber nicht in den Taschen herumwühlen. Ich habe das Kleingeld abgezählt. Mein Bruder meint es nicht so. Die Pfennigstücke dürfen Sie behalten. Cecilia? Bitte. Wenn Sie damit fertig sind, servieren Sie den Aperitif, ja? Aber nicht heimlich an Lippen. Hey, da ist Jackie. Oh. Hallo. Sieht ziemlich scharf aus. Jetzt schau ich mir mal näher an. Hallo, Party. Henning! Ja. Toll, dass du gekommen bist. Du, ich kann nicht lange bleiben. Ich muss zu Sophie. Ja, ich hole mir ein paar Unterlagen ab. Die Party hat doch gerade erst angefangen. Ja, ja. Hallo, Geo. Du auch? Ja, ich hole aber nur was ab. Gina, feierst du auch mit? Wie geht's dir? Jetzt schon viel besser. Ich wusste gar nicht, dass du auf Teenie-Partys stehst. Ach. Ich habe nur Gina hergebracht, ich fahre gleich wieder zurück. Aber du bleibst doch noch, oder? Nein, ich kann nicht lange bleiben. Ach komm, ohne dich macht die Party doch nur halb so viel Spaß. Lass. Wenn dir der halbe Spaß so wenig ist, kannst du ja gleich wieder fahren. Ich glaube, deine Schwester hat was gegen mich. Halb so schlimm. Wenn sie dich fertig machen will, dann sag mir einfach Bescheid. Dann gibt's eben wieder ein bisschen Hausarrest. Hallo Iris,
ich bin's, Julia. Julia, auch das ist aber eine Überraschung. Wir haben ja so lange nichts von dir gehört. Ja, ich wollte mich immer mal melden, aber ich hatte irgendwie so viel zu tun. Ich wollte euch auch nicht stören. Sag mal, du klingst so komisch. Geht's dir nicht gut? Doch, doch, mir geht's gut. Du hast doch was. Nee, mit mir ist wirklich alles in Ordnung. Ja? Ach, ich hab dich bloß ein bisschen vermisst und ich freue mich, deine Stimme zu hören. Ach so. Na, da wirst du dich vielleicht noch mehr freuen, mich zu sehen. Ja, ganz bestimmt. Na, worauf wartest du denn noch? Komm doch vorbei. Gerne, wann denn? Am besten gleich heute Abend. Hast du wirklich Zeit? Für dich habe ich immer Zeit. Wir setzen uns zusammen und plauschen ein bisschen, ja? Okay. Ich komme dann so in einer Stunde, ja? Na gut, ich freue mich. Prima, ich mich auch. Bis dann. Ich krieg das scheiß Ding hier nicht raus. Ich glaube, das Gewinde ist eingerostet. Dann probier's doch mit Gefühl. Du bist doch sonst so geschickt. Ja, du bist geschickter mit deinen Händen. Ach, also das gibt's ja nicht. Warte, ich komm gleich. Bleib, wo du bist, schon erledigt. Wird doch gelacht. Also das glaube ich ja erst, wenn ich sehe. Hier. Gehört das dir? Nee, Julia. Ich glaube, das hat sie heute Morgen getragen, als sie weggegangen ist. Ja, aber wieso? Das kapiere ich nicht. Ich meine, wieso liegt das Tuch hier, wenn sie heute Morgen damit weggegangen ist? Vielleicht hat sie es vergessen. Das ist ziemlich dreckig. Sieht aus wie Wimperntusche. Du meinst, sie hat es gewechselt? Naja, könnte sein. Hast du Hunger? Ich mache uns was. Ja, 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 prima Idee. Ich drehe nur in die neue Birne rein, ja? Ja, vorher gibt's sowieso nichts, mein Schatz. Schlossherrin. Eigentlich ganz normal. Aber du darfst Lady Cut zu sagen. Jetzt hebt sie völlig ab. Hat der Pöbel sonst noch Fragen? Nee, der Pöbel verdurstet. Eine Runde wird er wohl noch drin sein. Cecilia, trödeln Sie nicht rum. Meine Gäste haben Ebbe in ihren Gläsern. Am nächsten Tag war Fotosafari angesagt. Die halbe Botschaft von den Krüger Nationalpark. Mit 6 Jeeps und einem Kühltransporter. Ach, ein Kühltransporter? Na klar, Eiswürfel für die Cocktails. Bläst sich ganz schön auf, die Tusse, wa? Bei meinen Eltern im Jeep saß die Frau des Kulturattachés voll im Safari-Fieber. Sie schrie immer, ja, wo sind denn die Nashörner? Ja, wo sind sie denn? Bis plötzlich so ein Monster-Nashorn aus dem Busch brettert und den Jeep rammt. Und? Was hat die Kulturtante gemacht? Sie hat sofort losgebrüllt. Ja, das sieht ja die Nase, ja, das sieht sie ja. Ekelhaft, wie die Schnepfe sich aufspielt. Da werde ich die Faxen noch austreiben. Los, Leute, jetzt wird abgetanzt. Hey, was soll der Scheiß? Warum hast du die Musik leiser gemacht? Genau, wir wollen tanzen. Ach, dazu kann auch keiner tanzen. Machen wir lieber ein Spiel. Eins, bei dem man sich besser kennenlernt. Schließlich haben wir hier ein paar neue. Ein Spiel? Was denn für eins? Flaschen drehen. Dabei kommt man sich schnell näher. Du bist's. Ja klar, wen hast du denn erwartet? Julia? Was, ich? Ach so, nee, nee, ich wollte das Halstuch zurückbringen, falls sie es sucht. Hast du was? Nee, wieso?
Ich weiß nicht, du siehst so fertig aus. Ganz blass um die Nase. Ist dir nicht gut? Ach, ich fühle mich ganz okay. Nee, ehrlich, ich bin einfach nur ein bisschen kaputt. Kaputt? Wovon denn? Dreimal darfst du raten. Hast dich ein bisschen verausgabt und alles nur, um mich glücklich zu machen. Na, Hauptsache, ich hab's geschafft, oder? Ja, aber das war heute Mittag. Der Abend steht ja noch vor dir. Du, vielleicht sollten wir es nicht übertreiben. Es könnte ja auch sein, dass Julia zurückkommt und dann... Also erst essen wir was. Dann trinken wir ein Gläschen Wein. Anschließend gibt's eine Massage und dann sehen wir weiter. Julia, komm! Ach, lass dich drücken, Mädchen. Wir haben dich ja so lange nicht gesehen. Ja, viel zu lange. Guck mal, ein bisschen blass siehst du aber aus. Ach, das ist der Stress. Oh. Der Job ist ganz schön anstrengend. Ja, das kann ich mir schon denken. Komm, lass uns setzen. Erkennst du noch alles? Ja. Ist Arno gar nicht da? Nein, der hat wie immer noch in der Firma zu tun. So, und jetzt erzähl, wie geht's dir? Gut. Eigentlich sogar sehr gut. Und wie geht's Jan und Nicole? Auch gut. Vielleicht kommst du am besten selber mal vorbei und schaust dir an, wie wir drei so hausen. Hm? Na, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Also, sobald ich in der Nähe bin, schaue ich mal bei euch vorbei. Schön. Grüß dich. Mhm. Gut. Mhm. Und was gibt's bei euch Neues? Hat Ramon sich eingelebt? Inzwischen ja. Am Anfang war es nicht ganz einfach für ihn. Florian hatte sich dermaßen stur gestellt. Aber es ist zum Glück vorbei und jetzt sind die beiden ein Herz und eine Seele. Ist bestimmt nicht ganz leicht für dich mit drei Teenies unter einem Dach. Hm? Ach, naja, ich habe ja jahrelange Erfahrung damit. Das dürfte für dich schon um einiges schwieriger sein. Wieso für mich? Ich meine... Nur ich, mit Jan und Nicole unter einem Dach. Was meinst du? Na ja, mit einem frisch verliebten Pärchen zusammenzuleben, das stelle ich mir nicht immer so ganz einfach vor. Ach, das ist schon in Ordnung. Läuft alles bestens. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, warum fragst du? Na ja, das mit dir und Jan, das war ja nicht immer ganz einfach. Und jetzt, wo Jan mit Nicole zusammen ist... Also zwischen mir und Jan ist wirklich alles geklärt. Na, das wäre ja schön. Allerdings, solange ihr beiden noch hier gewohnt habt, sah das nicht danach aus. Julia, du weißt, wenn du Probleme hast und drüber reden willst, dann bin ich für dich da. Wenn ich wirklich mal ein Problem habe, dann... Dann komme ich bestimmt zu dir. Wow, nicht schlecht, wenn der überall so laut ist. Nächste Runde. Jackie, du bist dran. Nö. Oder? Und die Frage lautet: Was war der heißeste Ort, an dem du es je getrieben hast? Wow. Der heißeste Ort. Los, Jackie, wir wollen was hören. Ja. Das war im Auto in der Tiefgarage. Hey. Und zwar direkt vor der Videokamera an der Decke. Oh. Los, weiterdrehen. Wir wollen was zu sehen kriegen. Ja. Yeah, Kathi, voll erwischt. Meine Frage lautet: In wen bist du zurzeit verknallt? Ah. Hallo. Kannst du es ruhig sagen? Ich weiß sowieso schon bestimmt. Warne dich. Kathi ist sauer, weil ihr Traummann sie versetzt hat. Ah. Sie steht nämlich zurzeit. Halt die Klappe. Ach, du willst es nicht sagen? Dann musst du den Preis zahlen. Ja, genau. Ja, Preis. Dann zeig uns mal, was ein richtig heißer Zungenkuss ist. Gut. Das ist alles? Kein Problem. Oh. Ich glaube, auf dich habe ich im Moment am meisten Lust. Oh. Na, war der heiß genug? Guten Abend zusammen. Hi. Hi. Julia, warte mal. Ich laufe ein guter Film. Und zu essen ist auch noch genügend da. Also, wenn du Lust hast.
Ich habe noch zu arbeiten. Ich muss ein paar Fotos sortieren. Das kannst du doch auch morgen machen. Was hat sie denn? Wo soll ich das wissen? Ich denke, du musst noch arbeiten. Komm noch rüber. Ich will allein sein. Du, das finde ich jetzt aber nicht gut. Das sollten wir mal ausdiskutieren. Wir wollten es einen netten Abend vor der Glotze machen. Nun komm, bitte. Okay. Mach's dir bequem, der Film fängt gleich an. Nein, nicht da. Hier ist auch viel gemütlicher. Also entschuldige bitte, aber mir ist nicht nach Fernsehen. Wie ist sie denn drauf? Hey, mal langsam. Was denn? Du könntest ruhig ein bisschen zärtlicher sein. Hast du nicht gehört? Wieso denn? Du hast doch vorhin selbst gesagt, dass du auf mich am meisten Lust hast. Marius, nicht! Marius, also fahr auf damit! Ja, jetzt, wo es am schönsten wird. Marius, so habe ich da keinen Bock drauf. Nicht? Vielleicht so? Marius, oh, lass mich! Oh, fass dich gut an. Lass mich nur... Fass mich bloß nicht an, verdammter Scheißkerl! Lass mich! Lass mich? Du meinst genug gefummelt. Gut. Marius! Hey Leute, weißt du, wo Marius steckt? Was weiß ich? Jetzt dreh schon. Kathi hat sich auch abgeseilt. Na, so ein Zufall. Kannst dir doch denken, was da abläuft. Komm, jetzt mach schon. Ja? Meinst du echt, die tun's miteinander? Na, was denn sonst? Ihr habt doch hier sowieso alle nichts anderes im Kopf. Wir sind ja auch nicht so verklemmt wie du. Ja, genau. Verklemmt vielleicht nicht. Aber hemmungslos. Hemmungslos. Was ist das denn für ein Wort? Du weißt genau, was ich meine. Aber ach, lass. Ich will euch nicht den Spaß verderben. Kannst du auch gar nicht. Denn jetzt gibt's erstmal was zu lachen. Meine Frage lautet: Wie war dein erstes Mal? Na los. Das kann ich nicht beantworten. Das habe ich mir ja fast gedacht. Dann musst du den Preis zahlen. Irgendwelche Vorschläge? Lass dir doch einen Walzer tanzen. Mit dir? Das können wir ja wohl nicht antun. Hey, mit dem Kleiderständer. Doch viel zu langweilig. Sie soll den Stall ausmisten. Ja. Und mit den Klamotten, die sie dazu anhat, danach noch ins Bett gehen. Das ist doch alles Kinderkram. Ich habe eine viel bessere Idee. Ja? Welche denn? Nun sag schon, mach's nicht so spannend. Ich möchte, dass uns Gina einen Orgasmus vorspielt.